Aber was nicht mehr normal ist, ist dieses hier. Hier kommt das Ladegerät raus. Genauso wie hier auf der Seite kommt auch das Ladegerät raus. Nicht reingepasst. Ihr habt ja diesen Einleger, diesen schwarzen. Dann hast du ein Ladegerät hier und habt einen Akku hier und einen Akku so. So, und dieses habe ich ein bisschen umgebaut. Hier das weggeschnitten. Und so passen die Ladegeräte nebeneinander. Es sind zweimal AL500er. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, zwei Akkus rein zu tun. Das ist egal, ich habe jetzt hier AP200er drin, zwei Stück. Und habe das dann so angeschlossen, dass ihr hier noch eine Steckdosenleiste habt. Es sind insgesamt 3 Meter Kabel. Könnt ihr hier noch die Akkus mit rein tun. Schaut ihr auch gerne das ganze Video auf meinem Kanal an. Viel Spaß dabei.